Joachim Lambi, liebes Comeback mit Frau Ilona oder neue Freundin? Ob eine innige Ehe oder ein heißer Flirt, in Liebesfragen war Joachim Lambi noch nie ein Mann von Traurigkeit. Doch der Let's Dance-Juror kommt einfach nicht von seiner Frau Ilona los. Sind die Lambis wieder ein Paar oder hat er mittlerweile eine neue Freundin? Das Liebesleben von Joachim Lambi gleicht einer wahren Berg- und Talfahrt. Nachdem im Herbst 2018 die zweite Ehe mit seiner Frau Ilona zerbrochen ist, präsentierte der Let's Dance-Juror nur wenige Wochen später eine neue Dame an seiner Seite. Das liebe Stechtelmechtel mit der PR-Managerin Rebecca Rosenschon war heiß und kurz, schon im Mai 2019 gab Joachim Lambi das nächste Liebesaus bekannt. Und siehe da, seither trägt der Casanova wieder seinen Ehering. Was ist dran an den Gerüchten um ein Liebescomeback der Lambis? Ist Joachim Lambi wieder mit seiner Frau Ilona zusammen? Sehr lange hielten die Lambis es nicht ohne einander aus. Nur wenige Monate nach der Trennung im September 2018 präsentierte Joachim Lambi bei Let's Dance 2019 wieder seinen goldenen Ehering am Finger. Seither wird fleißig gerätselt, ob der Juror und seine Frau Ilona wieder ein Paar sind. Bei Grill den Hänsler im Dezember 2020 lüftete Joachim Lambi überraschende Details zu seinem Liebesleben. Zu Hause bin ich doch immer der Liebste, erklärte er im Gespräch mit Moderatorin Laura Ventura. Als diese nachhakte und wissen wollte, wer das behaupten würde, antwortete der Let's Dance-Juror, meine Frau. Wenig später setzte er nochmal einen drauf und verkündete, meine Frau würde sich wahrscheinlich auch wünschen, dass ich mehr koche. Huch, das klingt ja ganz nach einem Liebescomeback. Joachim Lambi und Frau Ilona leben heute auf Mallorca. Ein weiteres Indiz auf ein Liebescomeback ist der gemeinsame Wohnort. Wie ein Nachbar des Paars in Bad Vilbel bei Frankfurt gegenüber Bunte bestätige, wohne das Paar schon länger auf der Urlaubsinsel Mallorca. Ihr einstiges Zuhause am Stadtrand von Frankfurt wäre längst weiter vermietet und die Lambis fest nach Mallorca umgesiedelt. Gar keine so abwegige Entscheidung, da Joachim Lambi mit Vornamen eigentlich Joaquin heißt und spanische Wurzeln hat. Seit Frühsommer 2022 wohnt das Ehepaar auf dem 630 Quadratmeter großen Grundstück auf der Baleareninsel. Sie restaurierten das 374 Quadratmeter große Haus nach ihren Wünschen und fühlen sich seither pudelwohl als Wahl-Mallorquiner. Ich sitze unheimlich gern auf der Terrasse und bin unheimlich gern draußen, ließ Lambi bereits durchsickern. Zwar haben Joachim Lambi und seine Frau Ilona ihr Liebescomeback nie offiziell bestätigt, doch einen gemeinsamen Wohnsitz auf Mallorca kauft man sich als getrenntes Paar wohl eher selten. Joachim Lambi hat zwei Kinder von zwei Frauen. Ein Liebescomeback würde ohnehin nicht wenige Fans und Freunde überraschen. Lange wirkte die Ehe von Let's Dance-Juror Joachim Lambi und seiner zweiten Frau Ilona glücklich und ausgeglichen. Er hat einfach alles, was mir gefällt. Er ist sehr stark und ich kann mich bei ihm an den Schultern anlehnen, schwärmte Ilona über ihren Liebsten. Der deutsch-spanische Profitänzer und die tschechische Personaltrainerin lernten sich 2003 in einem italienischen Restaurant kennen und lieben.
Nur ein Jahr nach der Hochzeit im Jahr 2005, erblickte 2006 die gemeinsame Tochter das Licht der Welt. Sie ist ruhig, er ist Showman, erklärte Motsi Mabuse einmal über die Ehe ihres langjährigen Jurykollegen. Trotzdem führten die charakterlichen Unterschiede nach 13 Jahren glücklicher Ehe zur überraschenden Trennung. Aus Liebe ist im Laufe der Zeit Freundschaft geworden, erklärte Lambi damals gegenüber Neue Post. Für den Duisburger war es bereits das zweite Eheaus. Von 1990 bis 2003 war Joachim Lambi mit seiner ersten Ehefrau Silvia Putzmann verheiratet. Auch Ilona war vor ihrer Ehe mit dem Let's Dance-Juror bereits verliebt. Sie brachte ihre Tochter namens Katharina 1999 mit in die Ehe.